Ein Spektakel über dem Edersee heute. Das ist ein Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte, Training von Wasserlandungen. Das sind die gefährlichsten Landungen überhaupt. Nur wenige Sekunden freier Fall. Ja, und dann ganz schnell den Fallschirm loswerden, um eben nicht zu ertrinken. Und nicht nur einer hat sich das zugetraut, nein, ganz viele wagten den Sprung ins kalte Wasser. Wie mutig. Fallhöhe 400 Meter. Jetzt muss alles passen. Überprüfe Kappe, halte Umschau. Nur 76 Sekunden bis zur Wasseroberfläche. Am frühen Morgen. Die Soldatinnen und Soldaten der DSK, der Division Schnelle Kräfte, bereiten sich auf das Wasserspringen vor. Hauptmann Nora Bach-Slewinski hat gerade die Fallschirmspringer-Ausbildung erfolgreich absolviert. Heute folgt ihr erster Sprung ins kalte Wasser. Man ist schon ein bisschen aufgeregt, man weiß nicht genau, was passiert jetzt genau. Also reagiere ich richtig, verhakt nichts und kann ich die Gurte schnell lösen? Und kann ich vom Fallschirm nicht überrumpelt werden und kann ich schnell rausschwimmen? Also das ist schon ein bisschen, ist ein notwendiger Respekt dabei. Zur normalen Fallschirmjägerausrüstung kommt die Schwimmweste hinzu. Der Kompaniechef der Spezialeinheit wird ebenfalls bei der Übung ins kalte Nass springen. Seine Nachnamen dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Springen kann ich auch reinmachen, das sieht man nicht so. Natürlich ist der Respekt da. Also, ich sag mal, ich habe jetzt keine Höhenangst oder ähnliches, aber ich sag mal, aus einem funktionierenden, intakten Flugzeug in den See reinzuspringen, würde man jetzt wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagen, wenn man nicht sagen würde, dass man noch ein bisschen, sag ich mal, eine gewisse Grundspannung einfach hat. 125 Spezialisten aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland nehmen an der dreitägigen Übung teil. Es geht hauptsächlich um die internationale Zusammenarbeit, dass man einfach, sag ich mal, die Kameradschaft auch pflegt, sich untereinander austauschen kann, sich besser kennenlernt, sieht, wie laufen die Verfahren bei anderen ab. Weil es im Einsatz natürlich auch mal vorkommen kann, dass wir mit deren Fallschirmen springen oder die mit unseren Luftfahrzeugen fliegen. Und so können wir es auch im Grundbetrieb alles üben. Die Absprünge erfolgen aus zwei Flugzeugen und einem Hubschrauber. Auf dem Edersee werden die Männer und Frauen von Pionieren und der DLRG erwartet und aus dem Wasser gezogen. Es hat erstmal alles gewackelt und gerattert und es war super cool. Dann ist man rausgesprungen, auf einmal ganz schnell ging das. Dachte sich im ersten Moment, bin ich bescheuert? Und dann ging es aber. Und ja, die Entfernung kannst du gar nicht einschätzen richtig. Meine Reserve hat dann erst geklemmt und ich richtig Panik bekommen. Aber dann ging alles auf einmal ganz schnell und ganz richtig und ganz flott. Also hat geklappt. Eine extreme Situation. Der Adrenalinpegel dementsprechend hoch. Die Fallschirmjäger sind in ihrem Element und das trotz Wasserlandung. Wir springen heute so lange, wie es geht. Also immer wieder. Wichtige Erfahrungen. Gelungene Notfalllandungen im Wasser können im Ernstfall Leben retten.